Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat mit Dirk Helger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie auch jetzt nach den Ostertagen wieder dabei sind. Wir machen direkt weiter mit dem Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen auch heute wieder Ihre eigenen Entscheidungen treffen und nicht einfach nachhandeln. Ja, ganz wichtig. Gut, so Dirk, wir haben gutes Wetter und eigentlich kann heute nichts mehr schiefgehen. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre, würde ich dir glatt recht geben. Mit dem Wetter gebe ich dir absolut recht natürlich. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass wir dieses Jahr den Sommer etwas vorgelagert haben. An der Stelle dann auch von meiner Seite natürlich hallo und herzlich willkommen hier zum, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Sommerseminar. Eigentlich ganz, aber hier zum Live-Trading beziehungsweise zum Webinar hier nach Ostern. Freut mich natürlich, dass doch nicht alle in Urlaub sind, sondern doch noch viele hier anwesend sind. Ich schalte hier schon mal gleich meinen Bildschirm um und hoffe mal, dass das auch auf Anhieb funktioniert. So, also, wie sieht's denn aus? Ich habe ja halt den DAX so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Und auch wenn jetzt das Webinar immer noch Börseneröffnung auch immer noch Webinar zur Börseneröffnung heißt, müssen wir mal gucken, wie wir jetzt halt damit umgehen. Weil der DAX ist so ein bisschen speziell. Ich kenne eigentlich nur ganz, ganz wenige, die sagen, ja, juhu, der läuft super. Und sondern die meisten sind da halt tatsächlich eher so ein bisschen am Rumjammern, was den DAX angeht. Und ich gehöre da auch dazu, wobei ich das jetzt nicht als Jammern bezeichnen würde, sondern werde es auch versuchen, gleich nochmal zu erklären, warum ich den momentan so ein bisschen mit Argwohn betrachte, was der da halt momentan da treibt, weil das nicht so ganz einfach auch zu handeln ist, auch wenn er sich ansonsten so insgesamt an die Linien ja halt auch hält, die ich auch immer wieder im Blog drin habe, fehlt mir dennoch so ein bisschen so der Punkt, wo man den halt irgendwie vernünftig greifen kann. Und ich muss mal hier gerade meinen anderen Bildschirm noch irgendwie anschalten, damit ich da auch sehe, was ich da tue. So, jetzt war der halt ja auch übers Wochenende ja auch zu. Und ich hatte halt auch geschrieben, dass ich da halt erstmal abwarte, wie das Ding halt überhaupt aufmacht. Und da sieht man jetzt, ich gehe mal gleich hier auf den Stundenchart hier erstmal ein. Das waren jetzt so die letzten Linien, die ich hier auch drin hatte. Das ist für mich momentan wirklich hauptsächlich beobachten und mal gucken, was da überhaupt irgendwie sein könnte. Weil das Einzige, was der ja noch macht, ist irgendwie nach oben laufen. Und zwar eigentlich unentwegt seit der, wo war das, 11.300. Und da hat er gerade mal eine Biege gemacht. Ich kann das mir hier im H4 zeigen. Und das war es dann halt auch eigentlich schon. Aber insgesamt immer noch dieser Dip, den ich schon lange haben wollte, der aber für meine Begriffe zu spät kam, hier unten 11.353, nur nach oben und dann lediglich hier an der 12.113, na wo war es, an der 12.113 ging es dann mal halt einmal kurz runter, zurück auf die, liege ich jetzt überhaupt, nee Quatsch, stimmt gar nicht, ab der 12.032, das war so meine erste rote oberhalb entsprechend der 12.000, dort ging es dann nochmal zurück auf die 840, die ich ja auch fett eingezeichnet habe und seither wieder nur geradeaus. Am Freitag hatte ich so das Maximum eigentlich bei 12.212 und das war halt diese Ecke hier. Und selbst da ist er dann halt irgendwie noch jetzt nochmal drüber und hängt jetzt schon direkt gleich wieder über der nächsten hier oben. Das heißt, eigentlich, ich meine, wenn man halt hier irgendwie einfach dem Trend folgen will, einfach ist natürlich dann auch sehr, sehr relativ. Weil wie kommt man in so eine Geschichte rein? Weil wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, na gut, das Ding steigt, also gehe ich long, kann man machen, ja, muss man natürlich aber auch dann auch immer so die letzte Bewegung nach unten dann irgendwo einplanen und die liegt dann natürlich jetzt gleich halt wieder hier auch schon wieder in dem Bereich hier unten bei ca. 12.100, das heißt, man muss einen Stop einplanen von 150 Punkten.
Inwieweit das dann halt sinnvoll ist fürs Daytrading, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ich würde mal behaupten, halt eher gar nicht. Und das ist halt eben auch der Grund, warum ich mich da zurückhalte. Ich meine, es könnte man ja sagen, ich hätte ja da reingehen können. Aber das ist so ein Bild, mit dem kann ich persönlich halt irgendwie wenig anfangen. Und zwar aus einem einfachen Grund, was wir halt hier zum Beispiel sehen, im 4-Stunden-Chart. Ist halt hier, wir haben halt hier einen ziemlich massiven Ausbruch, der ging auch tatsächlich fast punktgenau da oben an die nächste Linie, die ich da halt auch drin hatte. So, und was macht er? Kommt dann halt irgendwie runter, schließt im 4-Stunden-Chart unter der Ausbruchskerze, also unter dem langen Ding hier, wo man eigentlich der Meinung sein könnte, okay, wir haben halt hier einen neuen Außenstab, hier im H4. Das sollte doch zumindest mal wenigstens reichen, um die alten Tiefs auszuloten. Und was macht der DAX? Zieht einfach den nächsten Außenstab in der anderen Farbe hinterher. Und das sind halt so Sachen, also gerade halt, wenn man auf sowas achtet, Außenstäber, das ist ja schon so ein Ding, was ich halt gerne handle. Und da sage ich natürlich, um Gottes Willen, das funktioniert momentan. Für mich halt einfach nicht. Auch wenn alles andere dann halt hier oben wieder relativ sauber weitergeht, setzt einmal auf den letzten Hoch, dann kommt die nächste Station, aber wo zum Geier kommt man da halt noch vernünftig rein? Und ich weiß, dass halt einer in der Gruppe war, der hat halt hier unten Long gepostet bei der 12.113. Und habe ich schon gedacht, wenn das mal gut geht, aber lag dann halt richtig damit, dann war ich wiederum zu zurückhaltend. Die habe ich hier gar nicht eingezeichnet. Die 12.113 werde ich hier mal machen, die halt auch insofern für meine Begriffe wichtig ist, weil sie halt in der Vergangenheit eben sehr, sehr oft gehandelt wurde. Und das war auch so mein erstes Ziel hier oben oberhalb der 12.000 und wurde in der Vergangenheit sehr oft gehandelt, hat mehr als einmal als Abrechnungsmarke gedient beim großen Verfall. Und sowas wird dann natürlich auch vom Markt nicht vergessen und wird entsprechend wieder gehandelt. Nur sowas dann halt, ne, das ist halt einfach, für meine Begriffe ist es halt Phishing. Also einmal drunter schließen im H4, wir reden hier nicht über einen 5-Minuten-Chart, sondern wirklich im H4 drunter schließen und dann einfach nochmal drüber. Das ist halt so ein bisschen tricky. Und wenn man das halt nach dem Raster mal verfolgt, die nächste große auch Abrechnungsmarke liegt hier oben bei 12.410. Und kann natürlich tatsächlich sein, dass es sich da jetzt in einem Rutsch bis da oben hin halt hangelt, in der gleichen Art und Weise, wie es hier die ganze Zeit macht. Und dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem. Wie kommt man da im Daytrading tatsächlich an der Stelle rein? Moment mal, ich kann ja die Fragen sehen. Habe ich ja ganz vergessen, muss ich hier mal wieder einblenden. Mal gucken, wer da alles da ist. So, und das kann natürlich passieren. So, das Ding aber shorten, und das ist halt das nächste Problem. Wenn man da nicht wirklich einen Punkt erwischt, und dann hat man da einfach keine Chance, weil das läuft einfach relativ gnadenlos. Das sieht man ja. Man kriegt keinen Rücksetzer irgendwie mal für 100 Punkte. Das kommt einfach nicht. Das heißt, wenn man es halt nicht schafft, sich irgendwie da auf Anhieb richtig da halt irgendwo in den Markt einzukaufen und dann guckt man halt in die Röhre und kommt halt auch nicht mehr raus. Und das ist halt ziemlich unverzeihlich. Und deswegen ist da halt auch für meine Begriffe entsprechend Vorsicht geboten, was jetzt zum Beispiel dann halt solche Marken angeht, wie die, die hier oben kommen. Die habe ich halt hier mal gestrichelt eingezeichnet für heute. Das ist einfach hier letzten Endes nur ein Match. Das sieht man halt hier mit den Vortagespivots und Vortagesfibos, die hier aufeinandertreffen. Ich habe die hier mal eingezeichnet, aber nicht nur, weil da jetzt halt die Fibos an sich sind, sondern weil man im Tagesschart da halt wiederum ganz gut sieht. Hier oben war halt so im Tagesschart mit den entsprechenden Kerzen hier die letzte Welle nach oben, bevor es dann halt hier weiter runter ging. Deswegen, das könnte jetzt natürlich schon relevant sein, das sollte ja nicht so ohne weiteres drüber laufen, aber der DAX sollte schon so einiges, was er dann trotzdem irgendwie gemacht hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Deswegen sind die auch mal gestrichelt eingezeichnet. Trotzdem würde es hier natürlich Sinn machen. Also hier die, sind wir dann im Bereich bei 12.230. Dass wir entsprechend hier diese kleine Aufwärtsbewegung, wo es dann runterging, das heißt da, wo es eigentlich tatsächlich gefallen ist, auf das Jahrestief von 2018, das und dann halt hier so die allerletzte Instanz, die wäre dann hier oben. Und die 12.410, das ist tatsächlich halt so ein Punkt, wie ich ja gerade gesagt habe, der ist halt einfach auch sehr, sehr oft
mit großem Volumen gehandelt worden. Und deswegen ist die halt auch eingezeichnet. Das heißt, DAX, der könnte schon hingehen und halt entsprechend hier auch über die Hochs drüber laufen, weil wir haben hier natürlich noch ein paar. Und das macht halt auch diesen ganzen Bereich so schwierig, weil man einfach nicht genau erfassen kann, wo ist denn jetzt eigentlich halt hier so das Ende der letzten korrektiven Aufwärtsbewegung, wo es runterging. Und hier oben wäre das absolute Maximum eigentlich, weil da kam, das sieht man ja auch, da ist dazwischen halt, ich mache das mal ein bisschen enger, da ist dann halt diese ganze Welle, die wir hier hatten, die ist halt natürlich spätestens hier vorbei. Dazu passt natürlich die 410 perfekt. Dennoch sollten wir hier so ein bisschen Reaktion kriegen. Aber man muss hier ganz klar aufpassen, was Short angeht. Vor allen Dingen den Bereich halt davor. Also wenn man das irgendwie machen will, weil man der Meinung ist, okay, wir kriegen eine Fortsetzung von der großen Abwärtsbewegung, die wir halt hier hatten. Und muss man trotzdem oder sollte man meines Erachtens dann zumindest irgendwie versuchen, das entsprechend so hoch wie möglich auszuloten. Und natürlich wird es nicht funktionieren mit irgendwie einem Stop von 10 oder 15 Punkten. Das bringt halt wahrscheinlich gar nichts, weil das interessiert den Markt nicht. Der Markt ist halt von dem Aspekt her für meine Begriffe zu Ende in dieser Bewegung, in dieser möglichen Bewegung. Ich mache die mal fettrot, auch wenn die jetzt nicht als punktgenau zu verstehen ist. Aber nur, dass man es einfach mal nochmal besser erkennt. Hier oben war die letzte Aufwärtsbewegung, die korrektive Aufwärtsbewegung, bevor es massiv runterging, war hier oben zu Ende. So, und das heißt, da sind wir irgendwo im Maximum bei 464. Und auch da sieht man, selbst wenn jetzt hier diese Punkte halt, wenn es einer von denen werden soll, und wenn man das irgendwo als Swing machen will, kommt man nicht mit einem Stop unter 100 Punkten da tatsächlich halt vernünftig zu Rande. Und jetzt werden sich andere fragen, ja, warum Short? Das Ding steigt doch die ganze Zeit. Es geht ja nicht darum, hier eine große oder jetzt irgendwie hier eine Crash-Bewegung oder sonst irgendwas halt da halt mitzunehmen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja natürlich nur darum, sich irgendwo in den nächsten übergeordneten Trend halt hier irgendwo einzukaufen und dann halt möglichst ein bisschen Sicherheit ja dann auch zu haben. Und ob man jetzt dann halt als Beispiel von 12.410 dann runterkommt auf die 113, was dann 300 Punkte sind, oder eben auch weiter oder sogar ein kleineres Stück. Das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber natürlich nimmt hier oben jetzt die Wahrscheinlichkeit jetzt langsam zu, weil halt entsprechend die Aufwärtsbewegungen hier oben ja auch zu Ende waren. Und wenn man auf ein Reversal bauen möchte und dann sagt, nö, da geht er sowieso darüber, das kann ja sein. Aber dann finde ich, es halt hier oben so der falsche Zeitpunkt, das zu machen. Dann hätte man wirklich schon viel, viel tiefer reingemusst, als Beispiel hier bei der 11.840, wo ich schon nicht dran geglaubt habe, dass es überhaupt darüber hinausgeht. Aber okay, da wurde ich eines Besseren belehrt. Und im Daily sieht man ja halt auch, wie ich es entsprechend gerade erklärt habe. Und es macht ja halt auch durchaus noch Sinn, dass er bis da oben hin halt laufen kann. Und dann muss man da halt mal gucken, wie es dann halt wirklich weitergeht. Und das war ja im DAU ganz ähnlich. Das hatten wir ja bei den NFPs. Und da habe ich ja halt auch gesagt, oder konnte das im Tageschart ja entsprechend halt auch darstellen, weshalb ich gesagt habe, da oben lieber immer nach Shorts suchen, weil man da einfach ein bisschen mehr Gewissheit hat. Und das war halt sehr, sehr ähnlich mit dem, was der DAX hier an der Stelle macht, auch wenn der DAU jetzt nochmal ein bisschen geklettert ist, aber es gab doch immer recht ordentlich da oben auf dem Deckel die ganze Zeit. Also zumindest mal irgendwie bis letzten Freitag war das halt immer eigentlich schon die richtige Entscheidung. Und das sollte man im Auge behalten. Also das wäre für meine Begriffe halt irgendwo so jetzt erstmal im DAX maximal möglich. Ich hoffe, das ist halt auch nachvollziehbar, das, was ich hier halt zeige und erkläre. Und aber nichtsdestotrotz ist es halt ganz klar nicht in Stein gemeißelt, weil man kann das Spiel, natürlich, wenn man das hier noch eine Nummer kleiner macht, man kann das ja im DAX fast beliebig fortsetzen, weil die nächste wäre dann hier in dem Bereich bei circa 12.580. Dann haben wir hier oben die nächste irgendwie bei 12.900 und dann hier oben sind wir schon bei 13. Also welche auch immer er sich davon halt nehmen wird, wobei das diese hier natürlich jetzt erstmal die markanteste ist, ne? Weil von da waren wir immer noch schön seitwärts in 2018 und ab hier ging ja dann so ziemlich die ganze Aktion bzw. Party dann halt nach unten los, wo es dann halt wirklich dann auch massiv entsprechend hier unter die alten Tiefs ging. Und von daher ist es natürlich hier der
für meine Begriffe jetzt auch markanteste Punkt an der Stelle, den man im Auge behalten muss. So, jetzt haben wir tatsächlich schon Markteröffnung und gerade mal gucken, wie das halt hier aussieht, aber ich glaube halt auch nicht, dass jetzt hier so wahnsinnig viel passiert oder zumindest in irgendeiner Form, dass man da halt mit dem Markt tatsächlich irgendwo mit einem Trendansatz da was anfangen kann. Es gibt ja natürlich immer noch andere Strategien, sei es jetzt Ausbruchstrategien oder was auch immer. Und nur jetzt halt mit diesem Ansatz oder mit einem ganz klassischen Trendansatz wird man hier vermutlich nicht so ohne weiteres weiterkommen. Was man hier vielleicht machen kann, wobei das natürlich auch so ein bisschen gewagt ist, ich mache das hier nochmal ein bisschen größer, damit man es nochmal im Stundenchart halt sieht. Wir haben halt hier, sieht man ja halt vom Freitag, relativ viel Bewegung an der Stelle bei der 12.194. Da war halt so das letzte Hoch vom Vortag, da oben einmal abgeprallt, am Freitag gekauft und dann immer wieder hier im Stundenchart drüber geschlossen. Das heißt, wenn wir irgendwo in die Nähe kommen und wenn die Käufer hier nochmal auftauchen, die hier auch da gewesen sind, dann sollte es hier nochmal ein bisschen Gegenbewegung geben. Ich habe auch hier mal drunter bei der 12.176, das wäre für meine Begriffe eigentlich eher sowas, was zum DAX passen würde, nämlich einmal hier unter die Tiefs drunter und das heißt, da hat man kurz ein bisschen drunter gefischt, der DAX läuft ja gerne mal auch ein bisschen unsauber und entsprechend hier in dem Bereich, wo halt die nachfolgenden Widerstände hier erkennbar sind. Ja, also wir hatten hier erst nur den Peak an der Stelle, dann ging es ja nicht mehr so hoch und hier hatten wir halt nochmal mehrere Abstecher in diesem Bereich und wäre halt auch ein kleiner Dip unter die Lows, aber halt eben noch nicht tief genug, um dieses Cluster, wenn man das überhaupt so nennen kann an der Stelle, halt hier auch entsprechend gleich irgendwie zu eliminieren. Das heißt, sowas könnte halt schon noch funktionieren. Einmal hier runter auf diese, also unter die Lows, auf die 100, was war das, 173, 76 und dann halt wieder hoch. Wichtig wäre dann halt nur, dass er dann im Stundenchart entsprechend dann halt auch nochmal hier oben über der 194, also den alten Lows schließt und dann kann es natürlich an der Stelle hier oben auch weitergehen. So, weil hier ist jetzt halt wahrscheinlich erstmal uninteressant auf dem Level und weil es ja nicht so läuft, so nach dem Motto, macht morgens auf, juhu, steht hoch, wer kauft, es ist teuer, wir kaufen noch teurer und steigen weiter. Ergibt ja erstmal keinen Sinn. Deswegen sollte man da, glaube ich, schon ein bisschen abwarten, was an der Stelle dann halt passiert und wie viel Gegenbewegung dann hier halt auch kommt. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas anderes passend dazu haben. Also hier bei der 212, die ich ja gerade gesagt habe, da haben wir jetzt halt noch den Point of Control. Und also da, wo jetzt am Freitag der meiste Umsatz war, wobei selbst das ist momentan, stimmt das überhaupt? Moment, ich habe das hier gar nicht aktualisiert. Aber das Gap haben wir auf jeden Fall an der Stelle. Und ja doch, passt schon. Und hier der Point of Control. Das Problem jetzt hier auch selbst mit dem Value Profile ist das, dass wir halt einfach im DAX unfassbar geringes Volumen teilweise haben. Und das heißt also, das, was im Future gehandelt wird, das ist halt auf einem Niveau, das ist halt leider nur noch als unterirdisch irgendwo einzustufen. Wir haben halt zum Beispiel, nur mal im Vergleich, im März haben wir am Tag so um die 110.000 Kontrakte im DAX gehabt, die da halt im Future halt wirklich gehandelt wurden, also im FDAX. Und im April war das, ich glaube, am Donnerstag war das noch nicht mal mehr die Hälfte. Und das zeigt halt einfach, dass der ganze Markt, wie er momentan halt eben stattfindet im DAX, dass der eigentlich nur aus dem Kassamarkt besteht. Das heißt also letzten Endes nur von Aktienkäufen da halt irgendwo getrieben wird. Und das erklärt natürlich dann auch die Bewegung. Das heißt, da kommt dann halt morgens irgendein Händler daher, der hat halt irgendeinen Auftrag abzuwickeln in der Größenordnung XY. Und die dann zum Beispiel, was weiß ich, dann im Stunden- oder 4-Stunden-Rhythmus oder wie auch immer, dann einfach halt nur ihre Kauforders und da halt durchballern. Das heißt, die warten dann halt einfach nur relativ willkürlich bis zu irgendeinem Punkt, der dann erreicht ist und dann heißt es so, jetzt fangen wir an zu kaufen. Und dann geht es dann halt eben stündlich oder halt einen mehrstündigen Abstand da halt durch. Und das führt eben dann dazu,
dass wir dann auch nur in eine Richtung laufen und eben das, was ich vorhin beschrieben habe, dass wenn man die nicht erwischt, dass man auch keine Chance hat, da noch vernünftig irgendwie später mit klarzukommen, weil wenn nämlich nur der Kassamarkt vorhanden ist, also wenn es eben entsprechend nur über Aktienkäufe letzten Endes gesteuert ist und im Future nichts passiert, was wir ja sehen daran, dass wir kein Volumen haben, und dann macht es das natürlich entsprechend schwierig. Und die Frage ist dann natürlich auf der anderen Seite, die ich aber nicht beantworten kann, warum haben wir kein Volumen im Future? Wo sind die alle hin? Sind die alle in Urlaub? Haben die alle keine Lust mehr auf den DAX? Man weiß es halt nicht. Und die Gefahr ist natürlich dann entsprechend halt auch, wenn all die, die vorher im Future halt entsprechend immer das große Volumen dadurch geballert haben, und wenn die halt nochmal auf den Plan kommen, und dann kann es natürlich ruckartig dann auch in die andere Richtung dann halt entsprechend auch gehen, weil wenn das ganze Volumen, was die ganze Zeit aufgespart wurde, nachgeholt wird, und dann ist diese ganze Aufwärtsbewegung, die wir jetzt halt haben, dann ist die halt auch recht schnell wieder dahin. Und damit muss man halt rechnen. Oder generell das ist ja halt auch nicht neu oder auch nicht meine Weisheit, dass in Märkten mit geringem Volumen muss man halt tatsächlich vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wie wir es halt hier haben, wir haben einen Anstieg mit sehr, sehr, sehr geringem Volumen. Und da ist es halt echt eine Frage der Zeit, bis da halt mal eine lange Kerze in genau die andere Richtung halt kommt. Und was dann auch nochmal für meine Begriffe so ein bisschen meine Haltung auch bestätigt, wo ich dann sage, ich gucke lieber mal, wie weit der da oben kommt in dem Bereich 12.410 eventuell maximal und dann halt mal gucken, was passiert. Und dann wird man auch sehen, wenn die Volatilität hochgeht an der Stelle und gleichzeitig halt auch das Volumen, das wird man dann schon mitkriegen. Und dann ist es halt dann auch ein brauchbares Indiz für meine Begriffe eben dafür, dass dann entsprechend auch der Markt da halt nochmal vernünftig gehandelt wird und dann vielleicht auch nochmal die größere Trendrichtung da eingeschlagen wird. Und die war halt nun mal bis zur, wie ich es ja gerade gezeigt habe, hier bis hier oben in den Bereich im Maximum, bis dahin war sie halt short, beziehungsweise da ging es halt eigentlich erst richtig los. Und da ist es vielleicht dann eher sinnvoller, mal zu warten ein paar Tage, bis das Ganze sich halt irgendwo geklärt hat. Und dann kann man den Markt auch nochmal vernünftig handeln. Und deswegen, ich habe mir halt auch für heute gesagt, so dass alles gut und schön, auch wenn es hier Live-Trading heißt, aber wenn der DAX momentan dann nicht zu meinem Ansatz passt und ich den nicht sauber zu greifen kriege, und dann sollte ich auch hier nichts unter Beweis stellen wollen müssen, nur weil das Live-Trading heißt, um hier einen auf Biegen und Brechen einen Trade einzugehen. Das habe ich irgendwie das letzte Mal gemacht und oder das letzte Mal, das hat ja noch funktioniert, aber das vorletzte Mal. Und das ist dann halt eben auch oft so ein bisschen der falsche Ansatz. Und besser ist es ohnehin halt auch, und das hat man ja auch schön gesehen, eigentlich die letzten Male, wenn man eben auch mal wartet, wenn jetzt zum Beispiel halt so ein Punkt erreicht wird, wie jetzt zum Beispiel hier die 12.176 und mal gucken, was da passiert, weil in der Regel läuft der Markt ja auch nicht sofort davon. Sondern oft ist ja so, dann steht es halt hier mal rum, dann gibt es unter so einer Fibo wie der hier, unter der 182, hat man dann halt auch gerne mal so ein paar nachlaufende Tiefs im 5-Minuten-Chart und die dann aber oft fake sind und dann zurückgekauft werden. Und sowas ist dann halt eher schon mal ein Einstiegssignal. Weil was wir jetzt halt hier ja auch zum Beispiel sehen, ich mach's mal noch ein bisschen größer, das ist jetzt hier einfach das Tief von der Nacht, was jetzt hier gerade mal ausgelotet wird. Entsprechend auch die 212 vom Freitag. So, und das kann jetzt natürlich an der Stelle halten, kann ein bisschen schieben die nächsten paar Stunden, kann aber auch sein, dass die entsprechend unten mal rausgefischt werden. Deswegen ist auch das jetzt nicht unbedingt ein Punkt, aber das ist jetzt erstmal nur die naheliegendste Bewegung. So, mal gucken, funktioniert das mit der 212? Reicht das von Overnight? Und wird man aber halt eben entsprechend, glaube ich, mal ein bisschen, sollte man ein bisschen Zeit einplanen. Direkt darunter ist halt auch der Pivot und auch die 61,8 vom Vortag. Halte ich wiederum für zu einfach, weil das natürlich auch wieder Punkte sind, die irgendwo jeder sieht. Und sowas funktioniert mal oder funktioniert halt mal nicht. Und deswegen mein Fokus halt hier tatsächlich auf diesem Gebilde an der Stelle und da mal kurz drunter unverändert. Und dann kann man halt dann auch, glaube ich, mal schauen, ob das halt funktioniert, ob wir von da halt nochmal eine Bewegung nach oben bekommen. So, das war eigentlich schon der DAX dann halt für heute. Worauf ich aber hier, Sekunde, Entschuldigung.
Worauf ich aber halt hier heute mal noch kurz eingehen will, ist auf Gold. Hatten wir bisher noch nicht hier in der morgendlichen Betrachtung, aber da gab es ja auch einen Trade dazu und den ich ja letzte Woche ich glaube am Mittwoch war es, gepostet habe. Und da muss man halt jetzt irgendwie gerade mal. Einen habe ich jetzt hier gerade aufgelöst. Ich mache hier die Linien. Ich habe hier die Beta-Version leider drauf. Die zeigt manchmal so ein paar Sachen irgendwie nicht so an, wie sie irgendwie sein sollen. Moment. Gucken wir, die jetzt hier nochmal herkriegen. Ach, jetzt habe ich leider Gottes, habe ich mir hier irgendwie die ganzen Linien halt gerade gekillt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber mal gucken, ob ich das nochmal zustande kriege. Und zwar bin ich denn hier im 4-Stunden-Chart. Ich habe aber hier, glaube ich, auch noch, habe ich das jetzt gefunden habe, es dauert auch so lange. Ich kann das aber auch kurz erklären. So, ich zeichne das mal eben halt hier schnell ein. Ich weiß gar nicht natürlich, ob jetzt den Trade da jemand mitgemacht hat. Ich hatte ihn ja recht ausführlich auch erklärt. Wir sind auf jeden Fall. Oder ich bin halt auf jeden Fall rein hier oben bei der 1286,5. So, das ist genau hier. So, die ist natürlich jetzt ein bisschen dünn, die mache ich gleich mal ein bisschen dicker. So, dass man das mal sieht und auch mal nachvollziehen kann. Die Idee kommt eigentlich aus dem NFP-Webinar und habe mir jetzt eben gedacht, muss ja nicht immer nur theoretisch erklären. Ich kann das ja auch mal. Was will er denn hier? Irgendwie keine Lust, den hier zu greifen. Naja, passt ja trotzdem einigermaßen. So, da war halt der Einstieg in zwei Anläufen. Der erste war am Tag vorher, der ging daneben, aber mit 0 Punkten. Das war die Kerze hier. Die ist einfach nochmal hochgelaufen. Gut, war dann eben so. Und dann am nächsten Tag entsprechend halt hier nochmal den Einstieg. Sag mal hier, das reagiert ja gar nichts. Den Einstieg hier bei der 1286,5 war das. So, und das Ziel war natürlich, oder beziehungsweise die Aufgabe bestand natürlich erstmal darin, hier entsprechend, dass halt die letzten Tiefs, also erstmal ein neues Jahrestief an der Stelle halt zu machen, weil ich ja generell auch schon bei den NFPs gesagt habe, ich würde Gold ganz gerne eigentlich mal runterschicken. Und weil wir übergeordneten Gold immer noch short sind und weil ich halt entsprechend auch nicht den Grund sehe, warum Gold jetzt da oben rausbrechen sollte, zumindest nicht, bevor wir halt hier nochmal entsprechenden Dip nach unten irgendwo haben. So, wer das halt aber sich in Ruhe angucken will, ich werde das jetzt nicht nochmal komplett machen, der kann sich gerne mal die Aufzeichnung von den letzten NFPs angucken, weil Gold da halt eigentlich immer tatsächlich ganz gut funktioniert hat. Also entsprechend hier war der Einstieg von Gold. Das war im 4-Stunden-Chart. Man muss, wie man sieht, da auch ein bisschen Geduld mitbringen, wenn das Ganze funktionieren soll. Und das erste Ziel war halt mal entsprechend, den sehen wir hier, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, ja, genau. Hier unten der Bereich, hier haben wir halt auch den EMA 200, wobei der jetzt natürlich nicht so wahnsinnig relevant ist für mich, aber trotzdem sieht man, da ist so ein bisschen was passiert an der Stelle. Ich wollte eigentlich auf die 1269, möglichst in einem Rutsch. Das wäre dann halt hier unten. Da sieht man halt auch, da ist ein schönes Gap. Das wäre jetzt mal so die erste Anlaufstelle gewesen. Und da habe ich auch gesagt, wenn wir da hinlaufen, dann wird erstmal der Stop nachgezogen. So, dann hat das aber bis, hat's Gold ein bisschen anders gelöst hier an der Stelle. Das heißt, das war so der erste Anlauf. Da ist auch die Hälfte von der Position erstmal rausgegangen. Da ging es aber halt noch nicht, irgendwo einen Stop nachzuziehen, ja, weil es ja immer dann natürlich auch entsprechend eine Welle braucht. So, dann sind wir da hingelaufen. Das war so eher so ein bisschen Nirvana-Bereich. Also jetzt nicht irgendwie relevant, sondern nur knapp unter die 1280, wo ich jetzt aber nicht irgendwie sehe, warum da großartig was passieren sollte. Und ist von da nochmal runter und hat ein neues Tief gemacht. So, hier sieht man das ja, ne? Minimal halt drunter. Und das reicht dann natürlich auch, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir halt ein neues Tief machen, dann kommt der Stop genau an dem Punkt, an dem steht er auch immer noch. Und er ist dann halt einfach nur hier das Hoch von der letzten korrektiven Aufwärtsbewegung.
da so ein paar Pünktchen drüber und das reicht dann halt. Und da ging der Stop hin und das hat jetzt auch entsprechend auch gestern auch überstanden. Also da gab es jetzt kein neues Hoch mehr. Von daher war der Stop natürlich dann auch richtig. Ja, weil mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Welle abwarten, neues Tief und dann halt den Stop rein markttechnisch über beziehungsweise an das letzte Hoch. Und das ist genau der Punkt. Und das sieht man halt auch schön hier. Und das ist zum Beispiel was, was ich an Gold einfach mag. Also wenn man halt den richtigen Timeframe hat und ich behaupte, der ist im Gold nicht unter dem H1, sondern eher noch der 4-Stunden-Chart. Und dann kann man da halt eigentlich sich recht oft darauf verlassen, dass es halt auch sauber läuft und dann nicht irgendwie da halt merkwürdige Bewegungen macht. Was merkwürdig aussieht, sind dann immer solche Geschichten hier, ja, im Stundenchart, wo man denkt so, was ist das denn für eine Kerze? Einmal hoch, einmal runter. Und das ist aber halt nicht wirklich relevant. Besser ist da wirklich, man geht auf den 4-Stunden-Chart, dann sieht das Bild wesentlich sauberer aus. Und infolgedessen war dieser Stop jetzt zum Beispiel auch relativ leicht, dann auch zu bestimmen. Und obwohl es hier natürlich sehr, sehr knapp war, sieht man ja, also der Stop ist nicht bewegt worden gestern, aber er war halt richtig und Gold läuft halt tatsächlich sehr oft sauber. Und deswegen mag ich das eigentlich auch immer wieder ganz gerne mal zu handeln. Und man braucht aber leider Gottes dann auch schon mal ordentlich Sitzfleisch, um das einfach auch zeitlich dann halt irgendwo auszuhalten. Und ob der jetzt natürlich hält oder ob es jetzt nicht hier doch reagiert, weiß ich nicht. Aber mehr als ich halt hier den Stop richtig ziehen an der Stelle kann ich nicht. Und ich baue natürlich drauf, dass wir hier unten einmal halt zumindest mal in das Gap mal reinlaufen und dann halt mal gucken, was passiert. Und ich bin halt der Meinung, dass es eigentlich nicht reichen sollte, das Gap, sondern dass wir das komplett dicht machen und auch noch ein Stück weit tiefer gehen. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich halt versucht habe, den Trade hier oben entsprechend aufzumachen, bevor wir ein neues Tagestief machen, weil dass wir hier jetzt natürlich Gerangel kriegen, zumal dann halt auch noch ein EMA 200 an der Stelle ist. Und das ist halt so ein bisschen abzusehen auch, ja, weil ich meine, Gold ist gerade irgendwie, habe ich so zumindest den Eindruck, ist in aller Munde. Überall liest man nur noch irgendwie so Gold irgendwie hält sich da und da und weiß ich nicht was und möglicherweise Revival und so weiter und so fort. Also ich finde, man liest es an ein bisschen zu vielen Stellen und was mich natürlich dann auch skeptisch macht. Und deswegen war das halt auch der Grund, warum ich halt auch hier ein bisschen mit Nachdruck dran geblieben bin, wo ich gesagt habe, okay, wenn das halt hier irgendwie losgeht, das Gerangel, und dann will ich erstmal im entsprechend sicheren Abstand dann dabei sein und dann können die da unten in Ruhe über mehrere Tage dann rausfinden, was das jetzt werden soll und was nicht. Aber mich betrifft es dann an der Stelle mit dem Trade nicht mehr, weil hier oben, das ist relativ safe, weil wenn wir da jetzt halt nochmal hinlaufen, dann weiß ich es auch nicht. Also dann sind wir nochmal über dem alten Jahrestief und dann kann es einfach sein, dass es seitwärts da oben weitergeht. Und wesentlich schlüssiger finde ich halt die Bewegung, dass wir halt hier, ja, wir sind ja hier unter den Tiefs, dass wir halt hier entsprechend auch das Ganze nach unten fortsetzen und dann entsprechend mal rausfinden, ob das Gap hier an der Stelle hält oder ob wir nicht doch auf das nächste Cluster. Und das ist da, wo ich eigentlich hin will, hier unten der Bereich. Ja, so hier ab 1250 etwa geht es los. Da haben wir halt auch die 200-Tage-Linie, auch wenn das jetzt alles nicht so nicht solche Elemente sind, die ich gerne verwende, wie hier eine 200-Tage-Linie, aber die ist halt nun mal zufällig auch da. Und klar blende ich mir die ein, weil ich natürlich auch weiß, das sind so die klassischen Analysegeschichten. Und die ich natürlich dann zumindest auch mal kennen sollte. Aber das deckt sich eben auch nur mit dem üblichen Ansatz. Wir hatten halt hier in der Aufwärtsbewegung Widerstand, ziemlich ordentlich über mehrere Tage und dann zurückgekauft. Und wie immer fehlt mir halt hier entsprechend die Bestätigung von oben. Und deswegen ist das eigentlich für mich so ein Ziel, wo ich halt sage, das macht jetzt eigentlich erstmal Sinn, dort mal hinzulaufen. Und auch wenn das jetzt hier noch ein paar Tage dauert, bis sich das hier oben geklärt hat, das macht ja nichts. Und das wird man dann halt rausfinden müssen. Aber das wäre halt jetzt erstmal ein Punkt, wo ich da sage, okay, da bin ich dann auch raus. Auch wenn das hier noch ein Stück weit tiefer gehen sollte, das wäre dann für meine Begriffe einmal eigentlich eher so maximal hier bei 1240, viel tiefer erstmal nicht. Und da sollte sich dann auch klären, ob jetzt entsprechend Gold nochmal die Reise nach oben antritt und diese Aufwärtsbewegung, die aber ganz klar kein Aufwärtstrend ist, nochmal einen Angriff nimmt und ob wir dann nicht tatsächlich auch komplett
nach oben rauslaufen und dann der Short-Trend, den wir halt schon sehr, sehr lange in Gold haben, dann auch endgültig dreht. Und da wäre ich halt gerne dabei. Die Bewegung halte ich halt für plausibel und die kann auch von mir aus noch 14 Tage laufen. So, das ist halt nur, um das kurz mal irgendwie zu Gold zu sagen. Also, glaube ich, auf jeden Fall ein recht netter Trade an der Stelle geworden. Wie gesagt, ein bisschen Geduld braucht man und kann man halt leider nicht beeinflussen. Aber erstmal macht das alles ja soweit durchaus Sinn. So, dann schnappen wir uns irgendwie mal noch kurz den DAO. Gucken, ob ich den hier vorbereitet. Doch, habe ich. Beziehungsweise ich stelle das hier mal eben nochmal zurück auf den DAX in der Zeit. So, und gehe dann gleichzeitig mal hier auf den DAO. So, ist also leider, wie gesagt, alles so ein bisschen theoretisch heute und wird aber sicherlich auch wieder anders werden. Und da auch mal kurz gucken, was da passiert ist, weil da fehlen uns jetzt halt leider nämlich so ein bisschen die Bewegungen von gestern. Habe ich vorhin mit dem Nelson auch noch drüber gesprochen, weil er halt natürlich gestern ist ja der Future ist ja gelaufen. Und aber entsprechend trotzdem ist es so, dass halt hier an der Stelle keine Kurse gestern halt waren bei FX Flat. Und deswegen müssen wir uns die hier so ein Ab bisschen 7 Uhr reindenken. waren die Kurse. Bitte nochmal. Ab 7 waren die Kurse online. Also die Nacht fehlte. Aber ab 7 Uhr Ja. ist, haben wir getaktet. Heute jetzt, ne? Nee, Oder was gestern. meinst du? Gestern ab 7 Uhr lief der DAO bei uns auch wieder. Ab 7 Uhr morgens oder abends? Ab morgens. Ab 7 Uhr morgens? Yes. Bin ich da jetzt im falschen Film? Aber also fehlt eigentlich quasi nur irgendwie zwei Kerzen oder wie? Nee, Moment mal. Also ich weiß, dass wir im Future umgerechnet da oben hochgelaufen sind, irgendwie bis, Genau, also die eigentlich an Nachtkurse, den. die fehlen, genau. Bitte nochmal? Die Nachtkurse, die fehlen. Also das Stück hier, ne? Das heißt Genau. also ab der 621, die war es nämlich bei mir halt umgerechnet und entsprechend bis da unten hin. Also genau muss man sich dann halt hier letzten Endes so eine Bewegung halt hier noch irgendwie dazu denken. Und so, das Stück fehlt dann halt quasi, ne? Das heißt, wir sind hier oben. Oder sehe ich das mal, ist es richtig? Ich muss das hier nur gerade mal vergleichen, sorry, wie ich da gerade so ein bisschen Monolog führe, beziehungsweise mir was hier in Bart nuschele. Nee, da fehlt. Ja doch, genau. Also ab der kam die Abwärtsbewegung, dann kam die. Und dann fehlt hier eine lange Aufwärtskerze und dann halt hier oben ein bisschen pausieren. Und dann ging es entsprechend hier runter. Also ab hier bis dahin passt schon auf jeden Fall soweit. Also das Stückchen fehlt halt. Und also jetzt nicht allzu tragisch, muss man halt nur wissen, dass entsprechend hier oben der Bereich erreicht wurde. Und ich hatte ja hier eine Linie, die gibt es ja natürlich auch schon wieder ein bisschen länger bei 621. Und exakt dort ist auch der Stundenschluss von, beziehungsweise einmal die Eröffnung von der Kerze, die es halt nicht mehr weiter hochgeschafft hat, beziehungsweise Schlusskurs, die es nicht mehr weiter hochgeschafft hat und natürlich auch die Eröffnung dann von der Kerze, die die ganze Bewegung bis hier unten hin gemacht hat, wieder zurück unter entsprechend die 26.554 oder wie jetzt in dem Fall, ne, 53. So, und da sind wir halt auch, sieht man dann nochmal zurückgelaufen hier auf das alte Level bei der 452, beziehungsweise knapp, das war ja halt so die Entscheidungsmarke der letzte Woche und von dort jetzt nochmal versucht, das halt irgendwo zu überbieten, hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier erst auch mal potenziell seitwärts und weil um den Punkt, aber hier haben wir natürlich jetzt auch so die letzte Aufwärtswelle, unter der wir halt hier gerade kleben, die unterboten wurde. Hier haben wir halt eigentlich die Bestätigung von der Abwärtsbewegung jetzt erstmal, ja, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Und aber das heißt, hier ist jetzt eigentlich erstmal Schluss. Und plausibel wäre halt entsprechend, dass wir halt hier dann auch nochmal ein Stück tiefer gehen
und dann halt hier unten nochmal aufsetzen. Also das jetzt hier halt jetzt erstmal, würde ich mal behaupten, für die nächsten paar Stunden, die Seitwärtsrange, in der wir jetzt aber leider mittendrin halt hier auch sind und nicht etwa oben oder unten. Also auch hier dann entsprechend so, dass es halt hier gerade überhaupt nichts zu greifen gibt, was man irgendwie handeln könnte. Ja, sollte runter, heißt aber nicht, dass der nicht nochmal irgendwie hier hochlaufen kann und dann runter. Von daher, hier ist jetzt einfach nur die Mitte und entsprechend schwer zu greifen. Und sinniger wäre, und das hatte ich hier unten auch eingezeichnet im Block, das würde ich mir aber aufheben, eher für die Eröffnung, wenn wenn der Kassamarkt eröffnet heute Nachmittag um 15:30 Uhr, sollte es eine Übertreibung geben, wäre das ein plausibler Punkt. Die 375 im 26.375, weil hier unten war entsprechend im Stundenchart auch so das letzte Cluster, ja, also wo man hier sieht, da ist halt bisschen was passiert am Freitag und bevor es dann halt nach oben ging und da fehlt halt einfach auch so ein Rücklauf und passenderweise liegt da halt auch jetzt irgendwie noch der EMA 200, der auch am Freitag gehalten hat, das passt eigentlich ganz nett zusammen und das heißt, denkbar für meine Begriffe wäre jetzt halt hier, wie gesagt, so ein bisschen Geschiebe in dem Bereich und dann eben ab, wenn ein Dip kommen sollte, wäre das ein Punkt, den ich auch sehr gern favorisieren würde, die 375, zumal der auch unter der 393 liegt, was halt auch so ein Knackpunkt war halt die ganzen Tage. Also das sollte auf jeden Fall Bewegung geben und die dann auch reichen könnte, um entsprechend nochmal hier hochzuschieben und um entsprechend auch nochmal die 654 nochmal anzulaufen. Aber mehr lässt sich hier jetzt leider halt auch erstmal nicht ableiten. Sekunde, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade, beziehungsweise muss man husten. So, bevor einem nämlich hier der Lautsprecher aus dem Bildschirm fällt, habe ich gedacht, ich drücke es lieber mal kurz auf Stumm schalten. Im Tageschart halt auch, da kleben wir halt einfach an der Decke. Ne? Ich meine, das sind jetzt halt alles die neuen Jahreshochs. Macht hier ein neues Jahreshoch nach dem anderen in 2019. Und das ist ja wie immer, das läuft ja auch nicht freiwillig, sondern sieht man ja am Freitag auch schon bei so einer Kerze. Da konnte man erstmal denken, hatte ich auch vermutet, dass wir weiter nach unten wegbrechen, aber 60 Punkte konnte ich da halt irgendwie mitnehmen, hat den Trade auch gepostet und danach ging es dann einfach nur wieder rauf. So, und so läuft es ja halt dann gerne mal, dippt irgendwo runter und zieht dann halt nach oben. Und deswegen sollte man schon gucken, dass man entweder ganz oben oder ganz unten halt mit dabei ist und nicht irgendwie mittendrin, wobei das im DAO tatsächlich noch eher funktioniert als im DAX zurzeit, weil der DAO gerne mal irgendwie seine Haken schlägt und eigentlich so jeden Punkt am Tag dann mindestens irgendwie zweimal erreicht. Und von daher ist er tatsächlich wesentlich verzeihlicher zurzeit als der DAX. Aber auch hier sieht man natürlich, kann eng werden und ist auch hier das gleiche Spiel wie im DAX. Und das war das, was ich vorhin meinte, das habe ich in den NFPs auch erklärt. Das hat auch gepasst, weil wir halt hier auch die letzte Aufwärtswelle halt hatten, hier im September 2018. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, da oben würde ich lieber Short suchen bei 452 als Long. Und das sieht man ja halt auch, das hat auch gut funktioniert. Und trotzdem, jetzt sieht man natürlich ein paar Tage später, und ich meine, die NFPs sind ja schon ein bisschen her, ein paar Tage später sieht man, er versucht aber halt weiterhin hier oben rumzuackern. Ja, und von daher ist es natürlich sehr, sehr ungewiss, läuft das jetzt wirklich da oben drüber bis an tatsächlich hier das Allzeithoch? Oder gibt es jetzt irgendwie halt hier nur Dauergeschiebe und bricht danach halt trotzdem unten weg? Deswegen ein bisschen schwer zu handeln, aber nichtsdestotrotz im DAO irgendwie 20 Punkte da mal eben mitnehmen, ist jetzt nicht so schwer für meine Begriffe wie im DAX halt zurzeit. Egal in welcher Richtung man halt ist, ob man jetzt irgendwie versucht, einen Dip zu kaufen oder entsprechend einen Fehlausbruch nach oben. Aber ganz einfach ist das irgendwie auch alles gerade nicht, aber definitiv on the edge hier oben. Und von daher, also sieht man hier sehr, sehr deutlich, hat jetzt drüber geschlossen am Freitag, aber auch nur sehr, sehr knapp. Von daher, und jetzt hängen wir halt schon wieder drunter. Von daher nicht so ohne. Und kann man natürlich dann auch sagen, ja, weil hier Fibo das und jenes wird ja auf jeden Fall ein neues Allzeithoch machen. Das weiß keiner, ob das so kommen wird. Da gucken natürlich auch wieder so viele drauf auf ein neues Allzeithoch. Und das sind immer die Sachen, die am plausibelsten sind oder am naheliegendsten sind, die dann
am ehesten irgendwie nicht eintreffen. Beziehungsweise, wenn sie dann kommen, ich meine, das hat sich ja hier irgendwie auch schon gezeigt, da dachte man auch, es geht weiter rauf und dann plöpp, geht es halt mal irgendwie 1000 Punkte runter. Und das dann halt eher so, wie es läuft. Das heißt, genau das Gleiche kann hier wieder passieren, können hier irgendwie nochmal irgendwie da oben hin und vielleicht geht es dann nochmal 1000 Punkte runter und dann irgendwie im nächsten Anlauf. Und dann sind natürlich alle wieder gekickt in alle Richtungen, alle Longs sind raus, alle Shorts sind raus und dann kann der Markt vernünftig weiterlaufen. Aber hier sieht man auch schon an den ganzen Haaren, die wir hier haben und auch an der, das fand ich halt auch ziemlich schräg, was er da am Freitag gemacht hat. Ich habe es jetzt hier nur nicht ganz eingezeichnet, aber wenn man sich das halt mal, ich mache das mal ein bisschen kleiner, das hier mal anguckt, wo war das halt die letzte Abwärtsbewegung, mal gucken, ob ich die hier überhaupt nochmal finde in dem Bild, um die mal einzuzeichnen. Ich hatte es ja so als Kasten dargestellt. Das war der hier aber, glaube ich, nicht. Da muss ich irgendwie auch mal an dem H4 war das auf der anderen Seite mal gucken, wo das gewesen ist. Und genau hier war das zwar jetzt mal in grün, aber spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Aber hier sieht man halt zum Beispiel, das war die 452 in etwa, genau. So, und das heißt, hier sind wir hingelaufen mit einer, muss man nochmal größer, mit einer 4-Stunden-Kerze da hingelaufen, genau dran geschlossen, dann kommt hier so ein Blub. Das heißt also, ein bärisches Engulfing eigentlich an der Stelle auch ein Außenstab. Und dann ist halt irgendwie ewig nichts passiert, als dass wir in diesem Außenstab geschoben haben. Sieht man auch hier ganz deutlich, alles danach, ja, war halt kein Schlusskurs mehr drüber und auch keiner mehr drunter. Und das ist eigentlich, das war tagelang einfach nur dieses Geschiebe, war relativ leicht an der Stelle auch einzugrenzen. Und was dann aber halt passiert ist, ist, wir haben einmal halt hier letzten Endes ja einen Fehlausbruch nach oben gehabt. Auf den Fehlausbruch nach oben kam ein Fehlausbruch nach unten, wenn auch ein kleiner hier an der Stelle mit einem minimal neuen Tief. Und dann kam jetzt schon wieder ein Ausbruch nach oben, der jetzt aber auch schon wieder ein Fehlausbruch werden könnte. Zwar stehen wir noch halt drüber, sehen wir hier gerade schön, das ist ja dieser Außenstab, da versucht er irgendwie gerade drüber zu schweben. Und von daher ist es natürlich schon ziemlich tricky, so einen Markt zu handeln. Das ist einmal nach oben raus, Fail, nach unten raus, Fail und dann jetzt nach oben. Vielleicht wird es halt einfach auch nur der dritte Fail. Aber das Ding hier kann man sich auf jeden Fall trotzdem im Auge behalten oder auch mal einzeichnen. Ich kann das mal versuchen, irgendwie in der Form, damit man es doch mal ein bisschen besser sieht. Ja, wenn man sich den halt hier einfach mal markiert und dann versteht man auch so ein bisschen besser, was hier passiert. Ja, das war alles nur Geschiebe im Außenstab und diese ist jetzt als erstes wirklich drüber geschlossen, deutlich über dem, ich nenne es ja mal Kontext, ist aber nichts anderes als ein Außenstab, deutlich drüber geschlossen und dann halt hier der Backtest war genau auf der Eröffnung, beziehungsweise ja genau auf der Eröffnung hier von dem Außenstab und er versucht sich jetzt halt hier über diesem Kontext halt zu halten und den zu etablieren. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, vermutlich durch Algos entsprechend bedingt, warum halt hier, genau hier unten entsprechend auch wieder die Reaktionen kommen. Und es ist halt einfach nur eine Range, die sich ja so ganz gut abstecken lässt. Aber trotzdem natürlich nicht ganz einfach. Und weil es ja auch jetzt, wie ich das vorhin gezeigt habe, in dem anderen Bild, ja, entsprechend ja auch hier an seine Grenzen ja auch irgendwo stößt, ja, was man ja hier an der Stelle sieht. Und von daher sollte man da eher mal mit bisschen Range rechnen, eben entsprechend hier runter, zumindest mal bis auf die Oberseite auch nochmal. Also das sind halt hier die letzten Tiefs. Und da ist halt eigentlich erst so ein bisschen Geschiebe angesagt. So, sind irgendwie alle noch da geblieben, fast alle, so wie ich das sehe, auch wenn sie irgendwie gerade oder wenn es gerade so ein bisschen sehr theoretisch ist. Aber ich kann es nicht ändern. Man sieht es aber auf der anderen Seite auch am Markt, dass halt es nicht wirklich irgendwie sinnvoll ist, hier großartig aktiv zu werden. Es passiert halt einfach auch zu wenig jetzt gerade in dem Bereich. Und es hält sich ja halt auch hier. Und das ist ja, er macht ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Also hier wird versucht, hält es nochmal, hält es nicht. Also hier die 212, das ist, glaube ich, irgendwie nicht unbedingt etwas, das man halt großartig handeln muss, sondern da entsprechend erstmal abwarten. Okay, so der Peter fragt, wo die Trades gepostet werden. Das ist in der Facebook-Gruppe Traders Club.
Stereo Trader heißt die. Dort gibt es immer wieder Trades, aber nicht nur von mir, auch von einigen anderen sehr aktiven und guten Mitgliedern dort. Und dort kann man dann sowas nachvollziehen. Ich versuche natürlich, wie jetzt bei Gold, wie ich das ja vorhin gezeigt habe, dann halt solche Ideen, wie sie in den NFPs oder so besprochen werden, dann natürlich auch dann dort irgendwo aufzugreifen und dann halt natürlich dort auch in Form von Trades zu verfolgen. Also wie gesagt, das ist der Traders Club, Stereo Trader. Okay, so, das heißt, ich bin für meine Begriffe eigentlich hier durch. Jetzt für heute, ich hoffe, das nächste Mal wird es noch mal ein bisschen, kriegen wir ein bisschen anderen Markt, beziehungsweise einer, der ein bisschen besser greifbar ist. Also zumindest mal für meinen Ansatz wird mit Sicherheit wieder der Fall sein. Und würde an der Stelle tatsächlich dann auch schon sagen, so trinkt lieber mal einen Kaffee, setzt euch mal noch in die Sonne, weil das Wetter soll ja wieder schlechter werden. Und würde an der Stelle dann tatsächlich jetzt erstmal hier einen Break machen, wenn keiner was dagegen hat. Da ist noch eine Frage gekommen bezüglich des Updates. Vielleicht kannst du ja sagen, Ach wenn du so, ja, magst, genau. ein kurzes Update geben. Ja, da, also das Quitten-Update für den Stereo Trader geben. Die Version 2.5 wird kommen mit ein paar neuen Funktionen und versuchen das jetzt wirklich im Mai dann auch zu releasen. Und das sind jetzt halt irgendwie so die letzten Tests eigentlich im Gange. Und da gibt es so ein paar Änderungen halt unter der Haube, so ein paar Kleinigkeiten, die ziehen sich gerade so ein bisschen hin noch. Aber das sollte in etwa der Zeitpunkt sein. Also irgendwann im Mai darf man da sicherlich damit rechnen, dass die Version 2.5 dann kommen wird. Okay, Ja. alright. So, dann bedanke ich mich an der Stelle mal fürs zahlreiche Dabeisein und sage einfach mal, ja, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch natürlich gute Trades heute. Und wer schreibt hier alles vom Meer? Ja, ich sitze halt hier leider nur in Köln Ja, ich auf wollte dem auch gerade sagen, Balkon. mehr, wo denn? Ja, ans Meer? Nein, ich bin nicht am Meer, ich bin in Köln. Und auch wenn hier der Sommer ist, aber hier ist er wirklich eingekehrt. Und ich habe halt nur lustigerweise mitbekommen, es sind ja einige bei Ostern irgendwie weg. Und zum Beispiel der Heiko Behrendt ist auch über Ostern weg, ist an die Ostsee, dem bläst dort den kalten Wind um die Nase. Und habe ich halt gestern Abend irgendwie auch noch geschrieben, ja, siehst du mal, guck mal, ich sitze hier in Köln, abends mit der kurzen Hose draußen bei einem Bier und mir weht die warme Luft um die Nase. Und so geht es aber irgendwie allen. In Spanien habe ich halt irgendwie auch gestern noch mit jemand geschrieben. Und die hat halt auch gesagt, das kann nicht sein. Bei uns ist halt irgendwie auf Mallorca ist gerade halt irgendwie alles stürmisch und kalt. Und irgendwie scheint nur irgendwie also in Köln weiß ich, weiß gar nicht, wie es im Rest von Deutschland aussieht. Aber war, glaube ich, dann dieses Jahr eine gute Idee, halt irgendwo hier zu bleiben, statt großartig wegzufahren. Ostsee ist wärmer als Malle, das glaube ich sogar noch. Aber do auch dort ist kälter als in Köln. Bin in China. In Hainan, Sanya, spricht man das so aus, bei 36 Grad. Ja, okay, das kann ich dann jetzt nicht toppen, aber klingt doch gut. 7 Grad am Timmendorfer Strand, ich kriege hier gerade die ganzen Wettermeldungen von den Teilnehmern hier rein, wo die dann alle sitzen. Das ist natürlich schon lustig. Naja, aber ist echt so. Und von daher, aber es soll ja leider Gottes wieder auch demnächst vorbei sein und aber kommt auch bestimmt wieder. Aber mir geht es bei solchem Wetter immer gut und ich freue mich dann auch immer draußen sitzen zu können und ich hoffe oder denke mal, das geht ja auch vielen dann halt hier so. Aber ist ja manchmal ganz einfach. Schönes Wetter und man ist irgendwie direkt auch besser gelaunt, wie wenn es draußen regnet, kalt und nass ist. Das will ja auch irgendwie keiner. Der Thorsten, das ist übrigens Italien, der hat auch schlechteres Wetter, also Thorsten Helbig, als wir hier. Von daher haben wir diesmal alles richtig gemacht. Also alle, die hier bleiben mussten, durften, wie auch immer, Glückwunsch von meiner Seite. Willkommen im Club bei denen, die das bessere Wetter haben. So, das war's für heute. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Danke natürlich an den Nelson und an FX Flat hier für das Webinar und natürlich Riesendank an euch, an die ganzen Teilnehmer hier fürs Dabeisein. Ich Nelson, du bedanke hast mich das auch, letzte Dirk. Wort. Danke Ja. dir. Ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Tag und den Teilnehmern auch. Vielen Dank fürs Dabeisein an dem schönen Wetter. Und danke, Dirk, für deine Ausführungen beziehungsweise auch Marktausblick. Und ja, ich freue mich dann auf nächste Woche. Da haben wir wieder NFP am Freitag. Und bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg.
noch eine erfolgreiche Woche, auch nächste Woche selbstverständlich, und passen Sie auf Ihre Position auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen.